Ich stelle euch heute neue Bewohner in meinem Nanotank vor und ihr bekommt auch endlich mal wieder ein Update zu dem Becken. Viel Spaß mit dem Video! Ja, wir fangen mit dem Update an. Leider ist das ja immer mal wieder so, dass es auch mal nicht so gute Neuigkeiten gibt. Und heute, ja, vielleicht seht ihr es schon, hier in der Mitte auf meinem Mini-Riff ist leider keine Muschel mehr. Leider, leider ist die Tridacna nach ungefähr fünf, sechs Wochen verstorben. Wir haben einen Tag vorher, hat Schatzi schon einen guten Riecher gehabt und hat gesehen, unten irgendwie in dem Gewebe, da stimmt was nicht, das ist so ein bisschen geteilt. Ja, und am nächsten Morgen war sie eigentlich schon so gut wie aufgefressen von Borstenwürmern. Ja, leider, 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 das war ein sehr schönes Tier. Und bevor hier eine neue Tridacna reinkommt, habe ich ja schon in einem Video auf der Aqua Expo gesagt, hier pinne ich euch nochmal ein, muss hier erstmal grundlegend noch was gemacht werden, ne Schatz? Wir haben da nämlich in Zukunft vor, natürlich wieder ein neues Tier einzusetzen, aber was ist der Plan? Für das Jascha 90? Genau. Ja, da gibt es verschiedene Optionen, ne? Letztendlich wäre es halt auch lustig, wenn man dafür kleine Steinfische holen würde, wenn sowas geht. Ja, man kann sich ja mal erkundigen, was man da noch machen kann. Ich denke, es wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass die Schrimps ausziehen und halt auch die Seenadeln anscheinend. Wohin, weiß man ja noch nicht, aber naja, da lassen wir uns mal überraschen. Wollen wir noch nicht zu viel verraten an der Stelle. Aber ja, bevor hier eine Tridacna reinkommen würde, müssten wir auf jeden Fall diesen Stein grundlegend erstmal dippen. Da sind so viele Borstenwürmer, die sind richtig groß auch, leben hier drin in dem Stein. Und ja, die haben mit Sicherheit die Tridacna von unten angegriffen und angefressen. Und das hat sie leider nicht geschafft. Also da, wo der Fuß der Tridacna ist, da sind die durch. Und man konnte sie dann auch innerhalb der Tridacna sehen, da hat es ja nur noch von Borstenwürmern gewimmelt. Ja, ich habe das für euch auch festgehalten, seht ihr jetzt in den Aufnahmen. Ja, leider, leider, wie gesagt. Ja, das war die nicht so gute Neuigkeit. Ansonsten läuft das Becken tatsächlich sehr stabil, sehr gut. Nach wie vor fahren wir das Becken mit Wasserwechseln. Und ja, es läuft hier alles sehr gut, seht ihr ja vielleicht auch. Und es sind auch in der Zwischenzeit einige kleine Bewohner noch eingezogen, die ich euch jetzt gerne mal vorstellen möchte. Ja, zunächst mal haben wir ein Pärchen eingesetzt. Und zwar nicht, was ihr vielleicht jetzt denkt, sondern eine Symbiosegrundel mit einem Knallkrebs. Und zwar eine Zitronenwächtergrundel und ein Lateinische Namen sind schon ein bisschen schwierig. Ich blende euch das hier gerne noch ein. Alpheus melullus. Und die Zitronengrundel hat natürlich auch einen lateinischen Namen, den ich euch hier einmal einblende. Das ist wirklich ein richtig süßes Pärchen. Die leben hier unten in diesem Tunnel sozusagen drin und ja, bewachen das da. Der Knallkrebs versucht immer ein bisschen Sand hin und her zu schieben. Richtig niedlich. Und ja, da haben wir aber schon überlegt, ob wir die zwei in das große Becken packen sollen. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet? Gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Denn da haben wir ja auch so ein paar Höhlen in dem Lebendgestein. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die erstens etwas Gutes für den Boden runter tun würden und zweitens ja, da auf jeden Fall auch einige Versteckmöglichkeiten hätten. Oder Schatzi, was sagst du? Also ich finde das eigentlich eine coole Idee. Warum nicht? Also das ist ja nicht irgendwie, dass da irgendeine Gefahr für die wäre. Ja. Ich sage jetzt mal von daher gesehen, beide Becken sind offen. Die hat bis hier ja nie Anstalten gemacht, irgendwas in Richtung Springen zu machen. Also, ja. Ja. Also ich finde, das ist eine gute Idee, die umzusiedeln. Ja, jetzt gerade, ich bewege mich mal nicht so viel, denn ja, wenn man hier vor dem Becken ein bisschen rumhampelt, dann sind sie schon ein bisschen scheu und verstecken sich wieder unterm Stein. Aber die ist jetzt gerade ja auch rausgekommen. Die Zitronengrundel sieht man hier jetzt da. Ich mach mal so ganz bisschen so. Ja, auf jeden Fall fressen die beiden super gut von dem Frostfutter, was wir verfüttern täglich.
Und ja, die sind auf jeden Fall richtig süß. Ich könnte mir vorstellen, dass man in einem großen Becken, obwohl ja viel mehr Volumen ist, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr von denen sieht, als jetzt hier unter dem Stein. Aber ja, müssen wir uns mal nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Das eilt jetzt nicht, hier fühlen die sich auch pudelwohl. Ja, das ist so, sind die ersten beiden, die da eingezogen sind. Dann habe ich noch eine richtig süße, kleine, gestreifte Baggergrundel. Die ist nur so groß, die heißt auch gestreifte Grundel, gestreifte Baggergrundel. Und die saust hier immer über den Bodengrund und nimmt ja wirklich kleinste Partikel auf, wirft die dann auch direkt wieder runter. Einfach süß, das anzuschauen. Genau das Richtige für so einen Nanotank auf jeden Fall. Die dann noch den Sand ein bisschen eben umgräbt, im kleinsten Sinne sozusagen. Richtig niedlich auf jeden Fall. Du kannst ja deinen Zuschauern vielleicht nochmal sagen, warum du das schicke Glas im Becken hast. Ja, so schick ist das tatsächlich an der Stelle gar nicht mehr. Das Glas habe ich, weil sich ein paar von den Ricordias gelöst haben. Die habe ich dann aufgefangen, weil die sonst durchs Becken treiben würden. Und eine war auch schon hier oben an der Strömungspumpe. Und dann habe ich die halt mit Substrat hier in das Glas gepackt und ja, reingelegt, sodass die sich da festmachen. Da ist auch noch so ein kleiner Ableger von dem Kenia-Bäumchen hier drin, ist da irgendwie da rein geflogen. Ja, und sobald die sich festmachen, dann ja, kann man die wieder aufkleben, die Ricordias. Ja, sieht jetzt zwar nicht so schön aus, vereigt natürlich auch und das mache ich auch jetzt so nicht sauber. Es geht ja nur, ist ja nur ein Mittel zum Zweck sozusagen, bis man die Tiere dann wieder umsetzen kann. Ja, aber ein Tier ist auch noch eingezogen. Sie habt ihr vielleicht auch schon jetzt zwischendrin gesehen, und zwar eine richtig süße Okinawa-Grundel. Richtig putzig auch. Sieht ein bisschen so aus und bewegt sich auch so ein bisschen wie so ein Korallenwächter. Erinnert mich sehr stark an meinen roten Korallenwächter drüben im großen Becken. Ja, hüpft hier von Koralle zu Koralle, meist oben auf dem Stein. Und ja, sieht auch richtig süß aus, so richtig lieb mit der runden Schnauze. Schönes Gelb hat das Tier und ja, alle Tiere hier drin fressen wirklich super, gedeihen prächtig. Also auch die Garnelen hier drin, denen geht es auch super. Was allerdings ja jetzt noch so für mich so ein bisschen interessant ist, ist ja das Ganze mit der Zucht nochmal zu fokussieren. Ja, aber ich finde, hier in dem Becken ist das ja eine schwierige Sache, denn die Larven werden ja in der Nacht entlassen und ich habe hier ja den Überlauf. Das heißt, wenn man jetzt nicht hingeht und alles ausstellt über Nacht, dann ja, werden die Larven natürlich oben reingezogen. Und da habe ich ja auch die UV-Lampe drin und ja, schwierig. Dann haben die eigentlich nicht mehr so eine Chance zu überleben. Aber ja, da werde ich mir für die Zukunft nochmal was einfallen lassen, wie man das Ganze lösen könnte. Und ansonsten ja, gibt es jetzt so, was die Tiere angeht, eigentlich jetzt nichts Neues mehr zu erzählen. Die Korallen wachsen ja auch prächtig. Die Alien hier, die Zoanthus-Alien, muss man immer ein bisschen in Schacht halten. Ansonsten ja, wächst hier alles wirklich schön. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ich habe mich gefreut, dass du eingeschaltet hast. Hinterlass doch gerne noch einen Kommentar. Wie findest du mein Becken aktuell? Und gerne auch noch ein Like dalassen und ein Abo, falls noch nicht passiert. Einen schönen Tag noch.